Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Coast Guard. Ja, man muss in die Hocke gehen, damit man an das Lüftungsgitter kommt. Ich glaube, da hätten wir sehr, sehr lange gebraucht, um das rauszufinden. Jetzt machen wir mit dem E-Ring, machen wir mal hier die Schrauben auf. Und wie ich schon vermutet habe, werden wir vermutlich dann durch den Lüftungsschacht, wo wir in der letzten Folge dran vorbeigelaufen sind und wo ich gesagt habe, wir müssen bestimmt dann durch, rauskommen. Das hat uns jetzt nicht so weitergeholfen irgendwie. Oh, mal hier. Oh je, jetzt müssen wir rausfinden, wo wir lang müssen. Das ist der Maschinenraum, das ist auch nicht richtig. Hier sind wir richtig. So, einmal kaputt gemacht. Der Hammer-Simulator. Wer kennt ihn nicht? Ist auch noch das Licht ausgegangen. Oh, was ist denn los hier? Ich sehe nichts. Wo bin ich? Ey! Die spinnen ja wohl. Nein, meine Freunde. Alter. Larry. Coleman, can you hear me? Finn? Finn, is that you? Larry, thank God. Are you okay? The fingerprint! The fingerprint, Finn! What about the fingerprint, Larry? The one from the office! I know whose it is! I know! Who? Finn! Smoke! Fire! Finn? Finn, you're alive? Coleman, you bastard! What's going on? I told you you shouldn't break the rules. You didn't listen. If you're clever, you won't follow me now, Collie. Wieso habe ich hier kein Feuerlöschding drauf? Just wait. I'll get you. You get away from me. Mr. Bowers, Nick Grimm here, Security Division. Everything is ready for your arrival. Thanks, Mr. Grimm. Ben, now get out of here. Finn! I'm joking! I can't get off the Defoe. Hold on, Larry. Ich muss den. Come on, step on it. Hasta la vista. They're escaping. I have to follow them. Larry. Adios, loser. Kann ich den herausholen oder was? Ich kann doch nicht mehr übersetzen hier, oder? Also übersetzen kann ich nicht. Kann ich mein Boot normal ranfahren? Ich glaube nicht. Ich werde den auf jeden Fall nicht verfolgen. Ich will natürlich hier meine Freunde retten. Fatima ist tot. Daran ist nichts mehr zu ändern. Finn hat nur eins im Kopf. Rache. Gleichzeitig ist er aber sein vielleicht... gleichzeitig ist er aber vielleicht sein letzter Freund in Not. Möglicherweise. Larry, I'm on the Defoe. I'm coming to get you. Good luck, Finn. I'll be sorry if we don't meet again soon. Bye. Run all you like. Finn, I'm in the lab. First, I have to find a way through the Inferno. There's an extinguisher on the bridge. Hurry, I'm trapped. There's an extinguisher on the bridge. Kann ich hier vielleicht das Schiff noch kontrollieren? Nein, kann ich nicht. Also die Löschkanone und das alles ist kaputt. Satz mit X, keine gute Idee. Was ist jetzt kaputt? Also komme ich zumindest auf die Brücke. Da ist der Feuerlöscher. A fire extinguisher. At least I can use it to fight small fire sources. Ja,
Vielleicht komme ich ja auch hier die den Brückengang runter. Ja. Jetzt sind wir wieder im Rettungsdienst, so wie sie das gehört. Und retten Menschenleben. Jetzt haben wir auch mal endlich das WC aufgeschlossen hier. Larry! I can't get your office door open. Yeah, Finn! Finn, I've been locked inside! Hold on, Larry! Was ist das denn hier? Vielleicht kann ich hier den... nicht. Oh! The doorknob is red hot. We need something to protect our hands. Der ist immer noch am Spielen. Ich glaube, der spinnt. Feuer! Das Feuer kriege ich, glaube ich, nicht aus. Nee. So, was haben wir denn hier? Noch ein Feuerlöscher. Boah. Finn, the flames are getting closer. Ja, ich weiß doch. Die Flammen irritieren mich aber auch voll hier. Ich brauche einen Lappen oder irgendwas. Ah, eine Pistole. Ja, die hilft uns weiter. Wie hilft die uns weiter? Ah, wir können die Tür aufschießen. Oder so. I don't believe it. There's still a shell in the barrel. Someone forgot it. Finn, I'm ha. Over here. Hold on, Larry. I have a fire extinguisher here. Larry. Finn. Man, am I glad you got here. Ja, kommst du jetzt auch raus, oder? We can hug later. Let's get out of here. So. Hier entlang, bitte. Oh. I think the ship is collapsing in on itself. The way to the bridge is blocked. That leaves only the lower exit. To the Luke Fox, Larry. Run! Lower. Oh. The doorknob ist schon wieder am Gameboy spielen. Der spinnt doch. We need something to protect our hands. Wo kann ich denn hier... irgendwas... ah, das Klo ist auf. Also eben war es zumindest kurz auf. Auch was, um meine Hände zu schützen? Ist im Labor vielleicht ein Lappen oder irgendwas? Nicht. Larry! Larry! Alter. Ich sehe auch nichts hier. Wow. Der Teppich vielleicht? Was ist jetzt kaputt? Hm. Ich hab mir schon wieder die Finger verbrannt, ne? We need something to protect our hands. Ja, aber ich weiß nicht was. The doorknob is red hot. Ich komme hier gar nicht. We need something to protect our hands. Ach, ich hab doch dieses Taschentuch, oder? Ah. Ich Depperchen. It worked, Finn. Finn, remind me to kiss you when we get out of here. Ja. Quit talking. We have to get to the daughter boat. So, wo ist denn das? Bugheck, ja, das ist doch hier unten. Komme ich da nicht hin? Was kommt diese Treppe des Todes? So, da ist es doch. Oh! Böse Falle. Aber hier war ich doch schon. Natürlich wird es jetzt explodieren. In dem Moment, wo wir losfahren.
Larry ist an Bord. Jetzt sieht man den auch wenigstens. Und jetzt? Ich muss fliehen. Notfalls muss ich mit dem... Ja, ich bin geflohen. Und jetzt müssen wir diesen Typen folgen, aber ich weiß nicht mehr, in welche Richtung die sind. Hm. Today, a Coast Guard ship was apparently attacked and sunk by a gang of human traffickers. Helicopters were able to rescue only two of the crew. The attack is the bloody finale to a series of refugee issues that the border agency Front Force has been warning about for several years. Politicians have demanded an increase to the defense budget to make borders safe and thwart human traffickers. Finisterre, director of operations on the stricken Coast Guard ship Daniel Defoe, accuses chief investigator of corruption and competence. He believes the attack is a conspiracy and an attempt to sabotage his own investigations. An investigation by the Attorney General and the Border Agency found no wrongdoing, however. The accused is still reported missing. The police assumes he died in the fire on the ship. Da kommt der Rettungsheli. Ganz schön krass. Alles Lug und Trug. Da, der kann auch nicht mehr viel anstellen. Ja, was soll ich sagen? Ein sehr, sehr interessantes Adventure geht zu Ende. Ein Adventure mit Simulation. Ich weiß nicht, wie es euch gefallen hat. Hier dann nochmal der Abspann, Developer Reality Twist GmbH. Und ja. Der eine oder andere bekannte Name übrigens, stelle ich gerade fest. Bin gespannt auf euer Feedback. Wir haben es jetzt durch sozusagen, nach den ganzen Folgen. Und ja, für den Preis hier ein schönes Spiel. Wer Simulator erwartet hat, wurde natürlich ein bisschen enttäuscht. Aber wir haben eine interessante und packende Story gesehen, die auch interessante Wendungen hatte, die ja grafisch auch recht hübsch umgesetzt war. Leider, leider, ihr seht es, ein komplett deutsches Team, aber keine deutsche Sprachausgabe, ist mir echt ein Rätsel. Es gibt so viele talentierte Sprecher, die gerne auch freiwillig spielen, die Stimme geben. Wer zum Beispiel meine Stimme hören will, kann sich ja mal anschauen. Das Spiel Pineview Drive, ein Horror-Rätsel-Adventure. Da gibt es eine extra Sprachoption mit meiner Stimme drin, wo ich das erzähle. Leider mit einem kleinen Missverständnis mit den Entwicklern. Ich hätte das gerne ein bisschen anders gemacht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage mal bis zum nächsten Adventure und wichtiger Programmhinweis noch. Natürlich spannende Stories, tolle, ansprechende, für mich zumindest Grafik, gibt es natürlich auch in Fallout 4, das große Megaprojekt derzeit in unserem Kanal. Viel Spaß euch dabei und ja, danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.